Hey Leute, Ostern ist fast schon wieder vorbei, aber Ostern heißt für uns Startschuss in die neue Campingsaison. Und wir sind am Donnerstag vor Karfreitag runter nach Woffelsbach am Ruhrsee gefahren, wo unser fester Caravan steht. Denn Ostern ist wirklich der offizielle Campingstart, das heißt, es werden in den Sanitärräumen das Wasser aufgedreht, aber für uns heißt es dann erstmal Frühjahrsputz am Caravan. Man hat gerade schon gesehen, dass die Terrasse ordentlich ja, voll mit Unkraut ist. Aber auch innen drin ist natürlich erstmal komplettes Chaos. Hier ist unser Vorzelt, da stehen natürlich die ganzen Gartenmöbel und sonstiges Werkzeug. Jetzt schließe ich hier mal den Caravan auf. Ich habe schon zum zweiten Mal hier den Schlüssel vergessen. Gott sei Dank haben wir ja gute Campingnachbarn, die einen Ersatzschlüssel von uns haben. Die Kaffeemaschine da rechts ist über den Winter auch kaputt gegangen. Ich war zu faul, die mit nach Hause zu nehmen. Naja, das Auto war bis unters Dach randvoll. Wir haben jegliche Sachen mitgenommen. Wir haben nämlich einiges an Decken bei uns zu Hause gewaschen und erstmal hieß es für mich, ja, mit der Heckenschere unsere Ligusterhecke etwas zu begradigen. Und da muss ich echt vorsichtig sein, da ich kein Kabel oder so durchschneide. Das ist auch schon mal vorgekommen. Ja, Dani hat in der Zeit die Fenster geputzt. Und wir haben diesmal wirklich jede Ritze unter die Lupe genommen und sauber gemacht. Denn sind wir mal ehrlich, so über den Sommer macht man doch dann relativ wenig an seinem Caravan. Man ist ja die schönen Sommertage dann da, um zu relaxen. Und über den Winter, ja, wird es ja auch nicht besser. Also haben wir uns jetzt hier mal etwas Mühe investiert und alles leer geräumt, mal richtig gestaubt, auch jede Ecke mit dem Lappen abgewischt. Wir hatten aber hier und da etwas Unterstützung, zum Beispiel hat uns Sabine, also die Tante von Dani, die Gardinen aufgehangen, die ist nur ein Caravan weiter. Und natürlich Herr Damian auch mitgeholfen, der hat ja auch einen eigenen Caravan direkt nebenan. Wir sind ja sozusagen das Campingdreieck mit unseren drei Plätzen. Der Kleine ist ja gerade so verrückt nach Spinnen, also musste er in die Schränke kriechen, um zu gucken, dass da keine Spinne sitzt, weil Dani und ich ekelten uns da ja ein bisschen davor. Aber die Spinnen sind schon irgendwie alle ausgezogen, die haben nur Dreck hinterlassen. Ich glaube, hier und da haben wir mal eine kleine gefunden, aber das war jetzt nicht so schlimm. Ja, und so langsam nimmt das Chaos immer etwas ab. Draußen wird es auch schon langsam dunkel, innen drin war noch alles ein bisschen unaufgeräumt, vor allem jetzt hier im Innenbereich. Aber wir haben dann am Abend ein bisschen ruhiger gemacht, haben alles noch ein bisschen sortiert, im Caravan halt, ja, schnell durchgewischt und so. Das war dann nicht mehr so groß. Leider war das Wetter wirklich katastrophal und wir konnten draußen relativ wenig machen. Wir haben uns dann dennoch aufraffen können, ja, zumindest hier die Flächen nochmal abzuwischen. Das war dann kein großes Unterfangen mehr. Ja, das nächste Mal, wenn wir wiederkommen, müssen wir dann die Terrasse auf jeden Fall noch angehen. Aber zumindest ist das Gröbste jetzt alles sauber. Vor allem ist es innen drin jetzt alles picobello und das Ergebnis seht ihr jetzt gleich. So, wir gehen jetzt einmal durch. Leider war hier kein schöner Sonnenschein. Es war ziemlich bewölkt, aber wir haben innen drin jetzt alles fertig, alles sauber, alles aufgeräumt. Das Einzige, was jetzt noch offen ist, ist halt die Terrasse draußen. Wir dürfen da keinen Beton benutzen. Die ist nur so auf Sand aufgelegt. Da muss ich ein bisschen schauen, dass die Steine nicht ganz so wackelig sind. Eine neue Kaffeemaschine habe ich auch schon. Eine schöne anthrazitfarbene. Die passt auf jeden Fall viel, viel besser. Sieht auch viel schöner aus. Ja, wir sind jetzt 7 Jahre hier in Woffelsbach an unserem Caravan. Und wir freuen uns auf die kommende Saison. Danke fürs Zusehen. Bis dahin.